die Möglichkeit jetzt, aber Dennis Dressen hat den Ball erobert und jetzt wird er zentral gespielt auf Berea. Per Handspiel! Das war Handspiel! Ja, aber erst noch mal besitzt, erst noch mal besitzt, aber der kann ihn abschießen, der kann ihn abschießen! Tor! 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 Der FC Hansa Rostock! Scheißegal, ob es Handspiel ist! Genau so! Scheißegal, ob es Handspiel ist, scheißegal, ob wir hier oben Handspiel rufen. Perea ist das völlig wurscht, aber der Schiedsrichter, der prüft noch irgendwas. Die Spieler laufen auf ihn zu und sagen, aber es war doch Handspiel von uns, das musst du doch vorher unterbrechen. Sowas haben wir auch schon gesehen, dass ein Tor nicht zählt, weil vorher ein Handspiel war. Der Schiedsrichter sagt, guck mal, wie die Osnabrücker auf ihn einsprechen, wie sie auf ihn einsprechen. Hier wird noch was geprüft. Also ich mag noch gar nicht jubeln. Dieser scheiß Videobeweis jedes Mal, dass man ihn hat. Und Perea das so wunderschön gemacht hat, sich gegen zwei Mann durchgesetzt hat. Das ist seine Qualität, wie er dort auf dem Boden ist. Siehst du, wie er dort die Finger zum Himmel hebt, wie ihn das Stadion feiert. Dieses Tor darf jetzt aber bitte nicht zurückgenommen werden, haben sie. Ansonsten werde ich hier wahnsinnig. Man sieht es aber auch selten, dass ein Team fordert, dass das Handspiel des eigenen Teams gepfiffen wird. Also, ja, aber ich weiß nicht, er kam ja vom eigenen Fuß, vom Fuß an die Hand. Ja, Tor! Ja. Es zählt! Sehr gut. Jawohl! Juan Perea, der neue Topseller im Fanshop des FC Hansa Rostock, nachdem er seine beiden Tore gemacht hat in Elversberg, ist quasi der Perea-Vlog ausgebucht gewesen im Fanshop. Ich habe nachgefragt, sie mussten nachbestellen, weil sie so viele Perea-Trikots geflockt haben. Und das wird sich jetzt noch einmal ankurbeln, Hansi. Auf jeden Fall, ja. Aber wieder schön langes Ding vorne. Einmal kurzes 1 gegen 1. Naja, fast verloren, würde ich sagen. Dadurch, dass er ja auch der Osnabrücker da nochmal rangekommen ist. Dann das vermeintliche Handspiel. Aber er bleibt einfach dran. Er macht einfach weiter. Kann sich den Ball dann auch erobern. Ja, und schließt dann einfach ab. Aus, ja, 13, 14, 15 Metern vielleicht, Arvid. Ja, aber wir sehen jetzt hier so ein kleines Powerplay von Osnabrück hier zur Ende der ersten Halbzeit hin. Das ist natürlich nicht ganz so schön. Und sie führen jetzt inzwischen auch nach Ecken zum Glück. Auf der Anzeigentafel über das 1:0 für den FC Hansa Rostock und geltendes Pfalzkonzert. Jetzt hier vor Ausführung des Eckballs dort und alle, ja, was heißt alle, aber ein großer Pulker von Markus Kolke versucht ihn dort die Sicht zu nehmen. Zwei Mann laufen dann aus dem Hintergrund noch rein. Ja, der Spieler geht nochmal zurück, nochmal wieder hin und nochmal zurück. Also eine sehr unangenehme Eckensituation, die wir da gerade auf uns zukommen haben, auf den ersten Pfosten und das. Oh, Ping-Pong-mäßig prallt er raus, der Ball. Der, aber nochmal wieder auf den Eckenschützen da. Kai Pröger, Kai Pröger stellt sich davor. Oh, die 26 steht frei. Und das Ding ist drin, abgefälscht. Abgefälscht, der Ball von Yannick Bachmann, 1:1. Ja, du hast es gesagt, Powerplay von Osnabrück. Und die schaffen es wirklich, das auch nochmal ein Tor umzumünzen. Nach der Ecke bleiben sie dann Ballbesitz. Da war irgendein schwerwiegender, wenn du einen so mitkriegst und eine Gehirnerschütterung hast, jetzt aber Schumacher in der Flankenposition, flach rein, auf Pröger, Pröger dreht sich, Pröger gegen den Gegenspieler, Handspiel wird angezeigt, Handspiel, Elfmeter, Elfmeter, Handspiel und der Schiedsrichter zeigt sofort auf den Punkt, Elfmeter und Kai Pröger will diesen Ball selber haben, Kai Pröger lässt ihn nicht mehr los, weil Kai Pröger sich diesen Elfmeter auch selber erarbeitet hat, gegen vier Mann schnipst er sich den Ball darunter, will ihn am Gegenspieler noch vorbei chippen sozusagen, indem er ihn chippt, geht der Gegenspieler mit der Hand hin. Natürlich wird jetzt das Ganze nochmal geprüft, aber guck mal, wie sie dann auf den Schiedsrichter dort wieder zulaufen alle. Das ist ja wirklich nervig. Er kann doch sowieso dort eh nichts mehr machen. Er hat auf den Elfmeter schon gezeigt. Nur bei einer groben Fehlentscheidung wird das Ganze jetzt noch zurückgenommen, Hansi. Also insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Aktion zurückgepfiffen wird, weil wenn da halbwegs die Hand im Spiel ist, dann muss es jetzt hier Elfmeter geben. Also dieses Handspiel war deutlich klarer als das beim letzten Mal, wo Nico Neidhardt und Damian Rosbach ihren Gegenspieler in die Sandwich-Position genommen haben. Jetzt haben wir nochmal den Videobeweis dort. Kai Pröger lässt den Ball auch gar nicht los, der Gegenspieler. Er erzählt immer wieder auf ihn, immer wieder spricht er dort auf ihn ein, sozusagen um ihn abzulenken. Der nächste Gegenspieler geht hin, der Torwart geht hin. Ja, das sind diese Spielchen, um den Schützen nochmal abzulenken. Aber Kai Pröger wird doch wohl erfahren genug sein, Hansi, um sich hier von diesem ganzen Geplänkel nicht mehr abzulenken. Die Hand, das Handspiel, das ist für uns unstrittig. Ja. Also insofern kann doch jetzt der Videoassistent dort nicht so lange brauchen. Das Handspiel ist doch unstrittig. Aber ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Der Schiedsrichter steht gut, entscheidet sofort auf Handspiel, auf Elfmeter. Und jetzt wird nochmal überprüft und du sagst es gerade, eine klare Fehlentscheidung liegt meiner Meinung nach absolut nicht vor, weil ansonsten hätte er ja auch nicht gepfiffen, wenn er sich nicht absolut sicher ist. Sollte das Ding zurückgenommen werden, wird das auf jeden Fall... Es bleibt beim Elfmeter. Aber das hätte man sich als Schiedsrichter auch nicht erlauben dürfen, einfach mal so aus Jux und Dallerei ein Handspiel zu pfeifen, nach nicht mal einer Sekunde des Überlegens. Ja.
Und Kai Prüger steht schon bereit. Der Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt. Hansi, du darfst. Ach, Arvid, ich traue mich immer gar nicht bei so einer Elfmeterentscheidung hier. Du musst deine Feuertaufe jetzt geben für ein Tor des FC Hansa Rostock. Bitte schön. Ja, mittlerweile dann auch nur noch der gegnerische Torwart und Kai Prüger im Strafraum und der Schiedsrichter. Der Torwart wird dann nochmal zurückgeschickt jetzt auf seine Linie. Natürlich das übliche Spielchen. Mindestens ein Fuß muss da auf der Linie bleiben. Ansonsten wird das Ding auch wieder zurückgepfiffen. Auch da die Schiedsrichter mittlerweile ja sehr kleinlich, was das angeht. Kai Prüger wird auch nochmal instruiert. Jetzt der Schiedsrichter auf dem Weg ins Tor. Ja, welcher Torwart weiß nicht, wie er sich zu verhalten hat. Sicherheitshalber trotzdem nochmal gesagt. So, da wird nochmal kurz ans Ohr Ja, okay. Der Wechselspieler muss da nochmal ein bisschen weg vom Tor. Da wird auch nochmal jedem gesagt, lauft nicht zu früh rein. Auch die Situation hatten wir schon mal in Elversberg. Doch, in Elversberg, glaube ich, ne? So, und Kai Prüger steht bereit. Im Duell mit Lennart Grill. Pfeift an. Eieieiei, das Ding ist drin, aber wie? Der Torwart hat die Fingerspitzen noch dran, der Ball geht an den Pfosten und fliegt genau auf die Füße von Kai Prüger, der den Nachschuss dann einsetzen kann. Ich bin kurz ein bisschen ruhig geblieben, weil wäre der Torwart nicht dran gewesen, Arvid, auch wieder so eine kleine Regelsache, hätte Kai Prüger nicht den zweiten Kontakt haben dürfen. Also nur Aluminiumtreffer, deswegen habe ich mich noch nicht ganz getraut zu jubeln, aber der Torwart war tatsächlich mit den Fingerspitzen dran und Kai Prüger kann den Nachschuss doch noch verwerten. 2:1 und FC Hansa Rostock. Hansi, es geht doch. Auch wenn du jetzt hier mit so viel Regelkunde um dich schmeißt, ist mir eigentlich alles scheißegal. Der Schiedsrichter gibt dieses Tor. Also insofern war alles regelkonform. Und Hansi, es geht doch. Es geht doch. Du kannst doch auch mal ein Tor moderieren. Ja, ich... Also wenn jetzt... Du bist ja fertig. Das ist ja schlimmer als beim Finale beim Beachsoccer mit Ich dir hasse hier. Diese Situation, wo vielleicht nochmal so eine Kleinigkeit entschieden werden könnte. Vielleicht... Wäre vielleicht mal Zeit für einen Wechsel, um Perea rauszunehmen, weil der hat hier alles gegeben in diesem Spiel. Jetzt kommt mal Duell, Rossi verliert, es kommt mal Duell, John Volk an den Pfosten, ist ihm nicht drin. Abseits. John Volk trifft, aber es ist Abseits-Situation. Ganz schnell jetzt den Abschluss ausführen, damit nicht noch irgendwas geprüft wird. Das Blöde ist nämlich, er zeigt zwar Abseits an, aber wenn der Ball dann im Tor landet, kann das Ding noch geprüft werden. Ja, Schiri sagt auch, wartet mal kurz. Aber aus meiner Sicht auch klare Abseitsposition. Ja, der Linienrichter hat ja auch die Fahne gehoben, da kannst du immer sagen, ich habe nicht mehr gespielt als Spieler. Ja. Aber bringt am Ende auch nichts, ne? Wenn der Schiedsrichter dann doch auf Tor entscheidet, weil solange der Schiedsrichter nicht pfeift, geht das Spiel nochmal weiter. Oh, jetzt wird Markus Kolk gebeten, in den Strafraum das zu machen. Ja. So, das sind alles wertvolle Sekunden für uns, damit können wir leben, glaube ich. Damit kann Koller auch am besten leben, denke ich. Und so ein erfahrener Spieler wie er, der macht das auch nicht ganz unabsichtlich, dass er da nochmal zurückgeschickt wird. Aber du siehst, John Falk brennt hier wirklich wie eine Fackel. Der will hier, auch wenn er natürlich im Herzen immer ein bisschen Hanseat bleiben wird, der will hier zeigen, dass er noch was wert ist und der will hier das Tor machen. Ja, mittlerweile alle aus einer Brücke in der gegnerischen Hälfte. Der Ball kommt auf den zweiten Pfosten und da ist wieder Markus Kolke, der den Ball rausschlagen oder rausposten kann, besser gesagt. Und einen Meter wieder ein... Weht da wieder ein Spieler ab und Nico Neithardt versucht den Ball nach vorne zu schlagen, trifft da den Gegenspieler auch am Schädel und jubelt, als hätte er hier noch das Tor geschossen. Sieht man auch selten da, dass über den Kopftreffer so gefeiert wird. Er holt damit aber den Einwurf raus für uns in der eigenen Hälfte. Und wen hat Kolle diesmal da abgeräumt? Van der Werf. Das müsste Van der Werf sein, ja. Also Kolle räumt alles ab, was da irgendwie vor ihm steht. Vielleicht kriegen wir ihn nachher zum Interview und sagen, Mensch Kolle, das ist ja, du machst ja keine Gefangenen hier dabei. Jetzt der Ball nach vorne geworfen, wird auch Güler eilt seinem den Gegenspieler hinterher. Güler hat noch Power. Güler kann natürlich noch Power machen. Irgendwie jetzt den Fuß davor halten, er kriegt den Fuß zwar nicht ganz davor. Der Ball wird irgendwie in den Strafraum geschlagen. Wieder so ein langer Ball von den Osnabrückern, aber Van der Werf mit dem Kopf ist mit da. Hinterseher ist zurück, kann ihn wieder abklären, den Ball. Aber trotzdem sind sie noch im Ballbesitz. Die Flanke kommt ganz, ganz weit. Ganz, ganz weit. Sie muss doch jetzt ins Aus gehen. Nein, sie geht nicht ins Aus. Weil Rischke hat den Ball. Und Rischke, was macht Rischke denn? Er will das Tor des Jahres schießen. Und aus der eigenen Hälfte über den Torwart drüber. Da wird er sich aber was anhören können vom Trainerteam. Das war zu schnell. Dieser Ballverlust war zu schnell. Hansi, was sagt die Uhr? Ja, die Uhr sagt noch eine halbe Minute regulär. Was heißt regulär? Eine halbe Minute in der angezeigten Nachspielzeit von 8 Minuten. Das heißt vielleicht noch ein Angriff, den wir überstehen müssen. Vielleicht aber auch noch ein zweiter, wenn tatsächlich noch mal eine Minute oben raufgepackt wird. Aber wieder Osnabrück und wieder der lange Ball von Dennis Dressel. Auf den 10 Meter vor dem eigenen Strafraum stehenden Torwart.
Der kann den Ball auch nur wieder lang nach vorne schlagen. Das ist hier ein Hin und Her, wie beim Seitenschießen. John Verhoek kann den Ball ja sogar behaupten, legt ihn rüber auf die 32 an der Strafraumkante. Legt ihn mal nach raus. Oh, das ist eine gefährliche Situation, das ist eine gefährliche Situation. Jawohl! Felix Fröste, Abstoß! Oh, der Junge ist abgezockt, der grätscht ihn rein und holt den Abschluss raus. Wird er zurecht von Rossi nochmal geherzt und auch... Jetzt ist Abpfiff hier mal! Nico Reiner und Vandenberg klatschen sich dann nochmal ab und das ganze Stadion belohnt das nochmal mit einer riesen Stimmung und die 8 Minuten sind schon nochmal, die 8 Minuten sind um. Alle sagen, pfeif ab das Ding, pfeif ab, pfeif ab. Der Schiedsspieler sagt, Kolle, komm, spiel das Ding nochmal rein. Kolle hat aber ganz viel Zeit, legt sich den Ball da ganz gemütlich zurecht. Tritt dann nochmal den Rasen ein bisschen platt. Klopft natürlich auch nochmal die Schuhe am Pfosten einmal ab, damit er nicht noch wegrutscht. Und ja, alle verlagern das Spiel jetzt hier nach rechts. Kolle mit dem langen Ball nach vorne. Schiedsrichter hat die Pfeife noch nicht im Mund. Doch, er hat sie im Mund. Der pfeift ab. Er pfeift ab. Arvid, 2:1 gewinnt der FC Hansa Rostock hier und kann die letzten 10 Minuten nochmal überstehen mit einer klasse Leistung in der Defensive. Und da sind die nächsten 3 Punkte im Sack. Und du kannst tatsächlich den heutigen Tage. Heute haben wir historisches. Den 26.8. Zum ersten Mal seit 58 Jahren haben wir am 26. August gewonnen. Scheißegal, wir haben 3 Punkte, wir sind vorne mit dabei. Schönes Wochenende. Junge, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Feiert heute den FC Hansa Rostock und kommt morgen noch 13 Uhr zum Heimspiel unserer Amas gegen den Berliner AK. Sportfrei. Ahu.